die Veranstalter der Skibob-Weltmeisterschaft 2018, bedanken sich bei ihren Partnern und Sponsoren. Immer eine Reise wert, das Bergparadies Lenggris. In Lenggris erwartet Sie bayerische Gastfreundschaft und eine traumhafte Landschaft. Skifahren, Langlaufen, Rodeln, Schneeschuhwandern, Touren gehen und vieles mehr. In Lenggris kann man so richtig ausspannen. Wir freuen uns auf Sie. www.lenggris.de. Ein Muss für alle Sportfreunde. Die Sport und Fun vom 9. bis 11. März 2018 in Ried im Innkreis. Mit über 50 Sportarten zum selber mitmachen. Wohl einzigartig in Österreich. sportundfun-ried.at. Gold, Silber oder Bronze. Um diese drei begehrten Farben bei Olympia-, Welt- oder Europameisterschaften geht es auch bei der Skibob-Weltmeisterschaft im oberbayerischen Lenggris. Die 10.000 Einwohner zählende Gemeinde kennt man im Wintersportland Österreich wohl weniger als den Nachbarort, der durch einen Bullen in aller Munde ist, nämlich Bad Tölz. Also dass Lenggris unbekannt ist in Österreich, das wundert mich jetzt ein bisschen, nachdem ja die Skiweltelite eine Zeit lang von Lenggris dominiert worden ist. Wenn ich nur an Martina Ertl-Renz denke, an Michaela Gerg und an die Hilde Gerg. Die sind alle drei aus Lenggris und wir sind im Prinzip ein sehr bekannter Wintersportort. Und ich hoffe, dass wir jetzt in Österreich auch noch bekannter werden durch die Skibob-Weltmeisterschaft. Der Ort selbst, Tourismus, Industrie oder wie kann man den beschreiben? Der Ort selbst ist geprägt durch Tourismus, durch Land- und Forstwirtschaft und durch ein starkes Handwerk und Gewerbe. Das Tölzer Land überhaupt ist wirklich eine ganz schöne Naturlandschaft. Wenn man da rundherum schaut, das ist eine Freude, diese Winterlandschaft. Die Leute sind freundlich hier, also dort, wo wir untergebracht sind, durchwegs positiv eingestellte Menschen, die uns da betreuen. Also das ist wirklich eine tolle Sache, man kann das Tölzer Land, das vor dem Allgäu liegt, wirklich empfehlen, dass man da einmal herkommt. Geprägt ist die 39. Skibob-Weltmeisterschaft vor allen Dingen durch eine Top-Organisation. Ja, der Veranstalterverein Lenggris ist ja bekannt, in unseren Breiten nicht so sehr, aber wenn man einer Martina Ertler, einer Hilde Gerg, einer Michaela Gerg, einem Fritz Eckert, Abfahrtsweltmeister gewesen, also da ist eine große Tradition im Alpinbereich und die Strecke hier in Lenggris ist gehört dem Skiclub, eine davon natürlich, und ist DSV vom Deutschen Skiverband, das Trainingszentrum. Also wirklich eine tolle Einrichtung, die die hier geschaffen haben. Ja, wir sind ein Verein nordisch und alpin, insgesamt 850 Mitglieder und davon sehr viele engagierte Mitglieder, die halt helfen, dass wir so Rennen ausführen können. Für so Rennen brauchen wir über 30 Leute. Dann haben wir vor 2 Jahren eine super Flutlichtanlage gebaut, wie ihr da oben seht, die ganze Beleuchtung. Über 300.000 Euro haben wir da in den Tank genommen, aber auch mit Unterstützung von der Gemeinde, vom Landkreis und viele Sponsoren. Ohne die Sponsoren hat es bei uns sowieso nicht gehen. Die ganzen Geschäftsleute sind bei uns eingebunden, von Lenggris, von den umliegenden Gemeinden bis Wackersberg. Also ich denke, bisher sind diese Weltmeisterschaften hier sehr gut gelaufen. Von der Eröffnungsfeier her bis gestern zum ersten Wettkampftag. Er hat sich zwar ziemlich in die Länge gezogen, bei 2 Wettbewerben und 130 Teilnehmern ist es nicht anders zu erwarten. Aber wir haben volle Unterstützung durch die Gemeinde, durch den Bürgermeister und natürlich durch den Skiclub Lenggris, der uns also hier wirklich exzellente Bedingungen geschaffen hat. Und es war also so, wo uns die Weltmeisterschaft übertragen wurde, kam für uns eigentlich nur Lenggris in Frage, weil wir wissen, dass hier profimäßig gearbeitet wird und wir uns auf das Team hier voll verlassen können. Ja, also perfekt. Also ich muss da einfach der Gemeinde Lenggris mit dem Bürgermeister Weindl und auch natürlich dem
dem Karl Gerg vom Skiclub Lenggries einen großen Dank aussprechen. Wir hatten eine super Eröffnung mit Gebirgsschützen, mit Musikzug. Der Minister Joachim Herrmann war sogar hier und wirklich toller Empfang und gestern auch super Wetter, schöne Rennen, perfekte Pisten. Also ich muss wirklich der Gemeinde Lenggries und dem Skiclub einen großen Lob aussprechen und auch das Engagement von allen Leuten. Wenn ich nur sagen kann, dass wir als Vorläufer keinen geringeren hatten als gestern die Martina Ertel. Heute haben wir die Michi Gerg, gestern hatten wir auch noch die Annemarie Gerg, also der ganze Skiclub steht hinten dran, einfach ganz, ganz toll. Womit wir bei den Protagonisten der 39. Skibob-Weltmeisterschaft gelandet sind. Für die über 130 Starterinnen und Starter geht es in den Disziplinen Super-G, Slalom, Riesentorlauf und Kombination um Edelmetall. Am Samstag verteidigt die Österreicherin Claudia Hartl vor Landsfrau Lisa Zaff und der Tschechin Stanislava Preclíková ihren Super-G-Titel. Preclíková kürt sich dann beim Nachtslalom zur Weltmeisterin. Neben ihr stehen Silvia Steininger aus Deutschland und Claudia Hartl am Stockholm. Hartl verpasst ihren ersten Slalom-Weltmeistertitel mit einem groben Fehler im zweiten Durchgang. Ja, wenn man 1,5 Sekunden Vorsprung hat, sollte man es eigentlich nicht herschenken. War, glaube ich, ein wenig zu nervös und dann habe ich leider runtergeladen. Aber der dritte Platz ist sich dann doch noch ausgegangen. Bei den Männern heißt der Weltmeister sowohl im Super-G als auch im Slalom Pavel Dziacek. In der schnellen Disziplin geht sowohl Silber als auch Bronze nach Österreich. Roland Fletschek steht rechts, Markus Achleitner links vom Tschechen am Siegertreppchen. Für Achleitner kommt im Slalom eine weitere Bronzene dazu. Silber geht an Tschiaks Landsmann Alles Huser. Wir sind am zweiten Tag vor Ort und an dem steht bei herrlichem Wetter der Riesentorlauf am weltmeisterlichen Programm. Und auch bei dem ist das Starterfeld sehr groß. Über 130 Athletinnen und Athleten aus 8 Nationen matchen sich um die begehrten Medaillen. Darunter auch Sportlerinnen, die aus einem Land kommen, das man eher dem Fußball zuordnen würde. Ja, wie sie schon sagte, wir sollten Skibob olympisch werden in Abbotsford 92. Und dann wurden Sportler gesucht für die Sportart aus verschiedenen Kontinenten. Und deswegen haben wir gefragt in der Sporthochschule, ich probiere mal das. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann immer wieder gekommen bin und wurde mir mal eingeladen und gelernt habe. Und mittlerweile fahre ich schon ganz ordentlich. Ganz ordentlich fährt auch das Töchterlein? Ja, sie fährt viel, viel besser als ich, weil es von klein aus dann Ski gefahren ist und Skibob gefahren ist. Ich habe erst mal Schnee in meinem Leben mit 20 oder 21 gesehen und deswegen ist es nicht so einfach. Das Töchterlein fährt übrigens nicht für Brasilien. Sie startet für den deutschen Skibob-Verband. Ja, durch meine Mutter. Also meine Mutter ist ja Brasilianerin und sie hat an der Sporthochschule studiert. Und die Sportart sollte olympisch werden und dadurch ist meine Mutter halt zum Skibob-Fahren gekommen und ich wurde da reingeboren sozusagen. Das heißt, Brasilien beim Skibob mit dabei? Ja, genau. Also ich bin vor 2 Jahren für Brasilien gestartet, habe jetzt aber wieder sozusagen zur deutschen Nationalmannschaft gewechselt und starte jetzt für Deutschland mit. Was bei der 39. Skibob-WM ins Auge sticht, sind die großen Starterfelder in den Schüler- und Jugendklassen. Der Skibob-Sport ist augenscheinlich wieder auf dem Weg nach oben. Ja, das ist eigentlich durch einen Zufall entstanden, möchte ich sagen, weil wir früher sind wir sehr gern Ski gefahren. Dann war Geiskopf, da ein Skigebiet in meiner Heimat, ist da ein Event vom Bayerischen Skibob-Verband gewesen. Da haben wir das mal ausprobiert, ich und meine Schwester Silvia. Das hat uns recht gut gefallen. Irgendwann sind wir dabei geblieben. Haben wir da immer trainiert mal wieder und ja, jetzt bin ich da. Ja, also im Moment sind wir dabei, kräftig wieder überall anzurühren in Deutschland, dass wir wieder Nachwuchs bekommen, dass wir mehr Mitglieder bekommen. Und ich denke, in Österreich ist es auch so. Und der FIS-Präsident, der Marc Frappotti, ist dabei, Frankreich reinzuholen. Polen war jetzt seit Jahren wieder da, ist uns auch gelungen. Wir hoffen, dass sie auch beim nächsten Mal wieder kommen oder auch wieder aktiv in Polen
ankurbeln, dass es wieder mehr Läufer gibt, weil die waren immer gut, immer vorne dabei. Ja, dann müssen wir mal gucken, was sich sonst noch so tut an Nationen. Also wenn ich nicht irre, hat sich Indien oder sowas gemeldet, aber was jetzt da draus wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo man da Skibob fahren könnte. Auch wenn 8 Nationen in Lenggries um WM-Medaillen kämpfen, geben in den allgemeinen Klassen mit Tschechien, Österreich und Deutschland 3 Nationen das Skibob-Tempo vor. Beispielgebend dafür das Podium beim Riesentorlauf der Damen. Gold geht an die Tschechin Stanislava Pretzlikova, Silber an Claudia Hartl aus Österreich und Bronze an die deutsche Lokalmatadorin Silvia Steininger. Ja, ist natürlich schon schön, weil meine Mama da ist und ein paar Freunde von mir und einfach die ganze Mannschaft ist natürlich schon was anderes, wenn man da am Schuckerl steht, wenn das alles sehen. Ja. Steiningers Medaillensammlung vergrößert sich dann noch mit Kombisilber. Gold geht an Pretzlikova, Bronze an Hartl. Bei den Herren fehlt am Podium das Ausrichterland. Denn auf Platz 3 fährt mit Roland Vletschek ein rot-weiß-roter Athlet. Der Mann vom SPC Pernitz-Unterberg macht mit einem starken zweiten Durchgang gleich 3 Plätze gut. Ja, ist ein echt gutes Gefühl, zumal es das erste Mal bei der WM geglückt ist, dass ich jetzt schon die zweite Medaille habe. Also ich habe schon einen zweiten Platz auch gemacht im Super-G. Und ich bin eigentlich komplett überrascht, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft. Um knapp 8 Zehntel schneller als der Österreicher ist der Tscheche Aleš Husar, der sich Silber holt. Um sage und schreibe fast 3 Sekunden schneller als Husar ist dessen Landsmann Pavel Čiaček. Der Tscheche ist im Skibobsport derzeit das, was Marcel Hirscher bei den Alpinen ist, nämlich unschlagbar. Gold im Super-G, Gold im Slalom, Gold im Riesentorlauf und damit logischerweise auch Gold in der Kombination. Das ist wahrscheinlich in meinem sportlichen Höhepunkt. Ich komme sehr gut zurecht mit dem Material. Ich bin körperlich fit genug, dass ich in so einem Stil runterfahren kann, wie ich möchte. Und das ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg heuer. Und damit ich hier die 4 goldenen Medaillen gewinnen kann, ist natürlich jetzt natürlich ein besonders schönes Erlebnis für mich. Ortschaft ist richtig nett und die Organisatoren hier haben wirklich super Arbeit gemacht, super Leistung. Und ja, super starkes tschechisches Team, der was hinter mir steht. Und natürlich die Familie auch hier im Hintergrund, das macht alles. Das ist dann die perfekte Mischung zum Erfolg. Damit ist die 39. Skibob-WM auch schon wieder Schnee von gestern. Was bleiben wird, ist die Erinnerung an eine Top-Veranstaltung. Verantwortlich dafür zeichnen viele, im Besonderen aber der SC Lenggries, die Gemeinde Lenggries und der Deutsche Skibob-Verband. Das Schlusswort überlassen wir daher einem, der weiß, wovon er spricht. Hat er doch jahrelang die deutschen Skibobber gecoacht. Ja, mein Name ist Kurt Heindl, ich bin schon seit Jahrzehnten in der Szene, in den 70er und 80er Jahren und jetzt mal hier wieder dabei. Und wir haben ein super Glück gehabt mit Petrus, war tolles Wetter, war eine super familiäre Veranstaltung mit 130 Teilnehmern. Ich glaube, dass alle glücklich und zufrieden sind, das Ganze verletzungsfrei und der Ort ist auch super da hinten gestanden und das war eine Riesenwerbung für den Skibobsport. Und ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat. Vielen Dank nochmal, gell?